Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin Wimmer, der Shorty von der Test Area und habe wieder eine kleine Mod-Vorstellung für euch. Und zwar geht es um einen Steinsammler. Ich habe ja mal angestoßen, dass Steinsammler gesucht werden mit großer Arbeitsbreite, auch schon diverse Modelle vorgestellt. Und jetzt kommt noch ein Steinsammler vom Arthur. Hier wir sehen den Scorpio 23. Direkt neben dem Original Scorpio 550, ne? Da können wir auch gleich vergleichen. Er ist 300 Euro teurer geworden als das Original, finde ich aber nicht schlimm. Er ist ja auch schließlich überarbeitet worden, ne? 120 PS Leistungsbedarf, hier brauchen wir 130 PS. Wir haben hier 2 Kubik, also 2000 Liter Volumen. Hier haben wir zwischen 50 und 250.000 Liter Volumen wählbar. Das Original 6,8 Tonnen mit 5,5 Meter Arbeitsbreite. Der Mod 6,8 Tonnen mit 23 Meter Arbeitsbreite. Arbeitsgeschwindigkeit beim Original sind 15 km/h und bei dem Mod 35 km/h. Wir schauen rein ins Mod und wir sehen, das mit den Armen ist bekannt. Das ist das Windrow-System vom Shootemaker. Windrow Ladewagen und wir haben Konfigurationsmöglichkeiten. Reifenhersteller können wir hier ein paar durchschalten. Die Reifenvarianten bleiben wie sie sind. Wir sind hier beim Start schon bei 50 Kubik, also 50.000 Liter. Wir können hier die Kapazität ändern auf XXL, dann sind wir bei 250.000 Liter. Und ja, wie man halt mag, wir dürfen die Hauptfarbe ändern. Da haben wir wieder ein relativ großes Angebot. Wir dürfen die Designfarbe ändern, auch wieder hier, ne, Angebot, und schaut euch mal diese ganzen Chromfarben, die wir hier zur Verfügung haben, auch an, ne? Das ist schon, ja, wir nehmen mal ein Rot und Felgenfarbe. Da haben wir auch wieder eine gute Auswahl. Ich nehme mein Navy Blau, obwohl das... Ja doch, ich lasse das jetzt. Wenn ich jetzt wieder Pink nehme, dann kriegt ihr wieder eine Krise. So, schauen wir uns aus der Nähe an. Hier ist das gute Stück. Detailreich, wie immer, ist halt vom Original. Ne? Hier sieht man dann die Anbringung der Schwartarme mit dem Klappsystem. Also eigentlich sind das ja Wänder, aber nichtsdestotrotz, ne? Als Schwartarme umfunktioniert. Das ist schon ordentlich. Ich hol mal den Fan hierher. Einen kleinen Traktor hier. So. Dann hängen wir den mal an. Von Weitem sieht er anders aus als vom Nahen. Das habe ich bei verschiedenen Sachen schon festgestellt. Auch dass plötzlich Dinge durchsichtig werden auf der Distanz. Das ist schon spannend. So. Ein Stück zurück. Und dann fahren wir mal hier verquer und klappen das gute Stück auf. So, das ist immer noch die normale Transportstellung. Jetzt drücke ich mal V. Jawohl. Und B. Wir haben Sounds. Jetzt können wir hier das System auch erkennen, wie schön das gemacht ist, und ihr merkt schon, ne? Ja, das testen wir natürlich. Ist ja vom Arthur auch, und der denkt immer daran. Ich gucke jetzt hier, guck mal, Kollision, nee, keine Kollision. Das heißt, wir bleiben auch nirgendwo hängen. Das müssen wir natürlich mal sehen, wie weit die Kollision reicht. Ja, da ist knapp. Oder bin ich? Na, ich bin vor den Hydranten da gefahren. Ja, also die Schwartarme, die angebaut sind hier, komplett keine Kollision. Erst das Stück vom Original. Finde ich gut. Kann man so mitleben. Hat auch was. Und dann noch die Kapazitätswahl, ne? Also, da können jetzt Felder kommen. Aber holla die Waldfee, frag nicht nach Sonnenschein. Ob es die Wild West ist, ob es die großen Felder auf der Marsch sind, egal.
Wir kriegen die jetzt entkernt, würde ich sagen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Arthur und ich freuen uns schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal, motiviert mich weiterzumachen und kommt somit uns allen zugute. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.